Wunderbar, danke für diese nette Introduktion, Thorsten. Danke, herzlichen Dank für die Einladung. Ich versuche jetzt mal wieder meinen Bildschirm zu teilen. Das hat funktioniert, schätze ich mal. Ne? Ja, wer über meinen Lebenslauf Fragen hat, können wir gerne später drüber sprechen. Jetzt erstmal zu meinem Thema heute. Was nützt die Fußnote, habe ich meinen Vortrag genannt. Was bedeutet es, wollte ich mal mit anfangen, wenn Historiker, Historikerinnen behaupten, die Wahrheit zu erzählen. Ich arbeite, wie Sie gehört haben, als digitaler Historiker, bin vor allen Dingen mit digitaler Textanalyse beschäftigt, aber ich unterrichte auch oft und gerne Geschichtstheorie. Und diese Frage nach der Wahrheit spielt darin traditionell natürlich eine wichtige Rolle. So habe ich im geschichtstheoretischen Kurs unseres Studienganges vor einiger Zeit meinen Studenten genau diese Frage vorgelegt, anhand der bekannten Kontroverse um die Größe des Publikums bei Donald Trumps Antrittsrede 2017. Sie erinnern sich bestimmt. Es war eine Kontroverse, weil Trump eine noch nie dagewesene Menge an Leuten vor sich sah. Ne? Wie Sie hier seine Aussage lesen können. Wo anderen nur einen Bruchteil vom Publikum bei Trumps, von dem beim Trumps Vorgänger Obama sahen, ne, wie dieses Bild hier aus der New York Times verdeutlicht. Ne, links Antrittsrede von Obama, rechts Antrittsrede Trump. Nun, ich mag dieses Beispiel, weil es hier im Grunde um einen unumstrittenen Fakt handeln sollte. Nicht wahr? Die Menge der Leute müsste in eine eindeutige quantitative Zahl auszudrücken sein. Und trotzdem diese Kontroverse. Daher meine Frage an meinen Studenten, ja, wie stellen wir hier jetzt fest, wer recht hat? Und es stellte sich heraus, dass das wenigstens unter meinen Studenten, ne, dass die das noch nicht so einfach fanden. Wo keiner von uns doch selber dabei gewesen war, müssen wir uns zwingend auf Zeugnissen anderen basieren. Und dadurch ist es letztendlich immer auch eine Frage des Vertrauens, ob man denen Recht gibt, der mit einer Zahl kommt. Ne? Zum Beispiel, wenn es mehreren Zählern gibt, die zu unterschiedlichen Zahlen kommen, ja, wen vertraut man? Ne? Und man kann natürlich sagen, naja, es gab doch Fotos, ne? Das sieht man hier auf dem Bild, klar, aber Fotos kann man ja auch manipulieren. Ne? Man muss also auch den Fotografen vertrauen, genau das nicht getan zu haben. Also ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ne? Fakten schaffen als wahre Aussagen über die Wirklichkeit. Fakten schaffen ruht auf Methoden wie Sehen, ganz simpel, oder zählen oder kompliziertere Methoden und auf Techniken wie Fotografieren. Aber neben Methoden und Techniken auf einer Ebene tiefer immer auch auf Vertrauen. Und das gilt natürlich desto stärker für die Geschichtswissenschaften. Die Korrespondenztheorie der Wahrheit sagt uns, dass wir eine Aussage als wahr annehmen können, wenn sie korrespondiert mit einer Tatsache in der Wirklichkeit. Wo unsere Wirklichkeit aber prinzipiell nicht mehr vorhanden ist, geht diese Theorie nicht auf und können wir uns nur auf eine Kohärenz mit anderen wahren Aussagen stützen. Aber wie haben wir deren Wahrheit festgestellt? Wir stecken in einen Teufelskreis, wenn wir menschlicher Urteilskraft von der Wahrheitsfindung auszuschließen und sie bloß an die Wirklichkeit festzumachen, versuchen. Nun, ist das schlimm? Meiner Ansicht nach nicht. Wir haben als Geschichtswissenschaften mittlerweile eine Fülle von Verfahrensweisen, von Methoden und Prinzipien, die dafür sorgen, dass unsere Aussagen Überzeugung besitzen. Wichtig ist mir bei diesem Beispiel aber deutlich zu machen, dass es immer wir Menschen sind, ne? Und nicht
die Geschichte oder die Welt, die über Wahrheit bestimmen. Und dass neue Techniken dies eher verstärken als wegnehmen. Weil mit jedem sozusagen objektivierenden Technik wie Fotografie auch manipulierende Techniken wie Photoshop oder gar künstliche Intelligenz einhergehen. Das macht die Frage, wie Historiker wahre Aussagen tun, wie sie argumentieren und worauf ihre Interpretationen ruhen im digitalen Zeitalter umso relevanter. Hierüber geht meinen Vortrag heute. Ich werde meine Ansichten teilen, wie Digitalisierung und Datafizierung die Geschichtswissenschaften verändern. Ich werde besonders darauf eingehen, inwieweit Replizierbarkeit dabei eine wichtige Rolle spielen wird. Und ich werde argumentieren, warum das meiner Ansicht nach nichts Schlimmes, sondern eine Chance für Historiker sein könnte. Aber erlauben Sie mir einen weiteren Beispiel, wie Historiker traditionell argumentieren. Dieses Beispiel, es tut mir leid, Thorsten, du kennst es schon, vielleicht anderen auch, aber es passt so gut zu meiner, zu was ich sagen möchte. Also jetzt noch einmal, dieses Beispiel kommt aus einem meiner Forschungsprojekten hier zur niederländischen Erdgasgeschichte. Wir können gerne nachher darüber reden, worum es mir hier zu tun ist, aber mich interessierte in diesem Beispiel das Argument, dass der niederländische Staat nach dem Fund in 1959 des europaweit größten Gasfeld in Groningen im Norden der Niederlande, der große rote Fleck links oben auf der Karte, das größte Gasfeld, der niederländische Staat, so würde ich sagen, entschieden war, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Gas dem Boden zu entziehen, bevor die Atomkraft Erdgas als Energiequelle unverkäuflich machen würde. Allen wussten ja angeblich, dass die Zukunft der Energieversorgung in Atomkraft lag. Aber so meine Frage, wer genau waren diese allen? Nun, ein relativ aktuelles Handbuch aus 1998 zur Wirtschaftsgeschichte der Niederlande bleibt sehr allgemein bei einer Passivkonstruktion. It was expected, es war erwartet, dass Atomkraft und so weiter. Die begleitende Fußnote referiert an einem älteren Handbuch aus 1980, das eine vergleichbare Konstruktion nutzt. Atomkraft wurde gesehen, was seen als eine günstige Energiequelle für die Zukunft und so weiter. Ein Standardwerk zu Technikgeschichte in den Niederlanden aus dem Jahr 2000 ist expliziter. Es referiert mehrmals an genau diese Episode und nennt hier die niederländische Regierung, dort Mitarbeiter im Ministerium als Träger dieser Überzeugung oder hier, wie Sie sehen, zumindest wenn Sie Niederländisch lesen, eine weit verbreitete Überzeugung, dass Atomkraft und so weiter. Dieses Buch referiert dabei an genau dem gleichen Handbuch aus 1980, aber auch an einem rezenteren Aufsatz 1996, wo sich wieder eine vergleichbare Aussage findet. Es war ein weit verbreiteter Glaube, a common belief. Nun, interessanterweise basieren sowohl dieser Aufsatz als auch das Handbuch aus 1980 ihre Interpretation auf genau der gleichen Quelle, ein Bericht vom Wirtschaftsminister aus dem Jahr 1962. Und ich habe es hier mal ins Deutsche zu übersetzen versucht. Ja, da kann man das schon drin finden. Es ist auf jeden Fall nicht falsch, aber wenn ich das so lese, finde ich,
der Minister schon ein wenig nuancierter in seiner Einschätzung. Ja, er schreibt ja, ob Erdgas seinen relativen Wert erhält, ist mit Blick auf insbesondere die Entwicklung neuer Energiequellen wie Atomkraft eine Frage, worauf keine Antwort gegeben werden kann. Man weiß es einfach nicht. Nun, was lässt sich hieraus schlussfolgern? Mindestens drei Sachen. Erstens, Historiker stützen sich nicht immer auf Primarquellen, ne, sondern auch gerne auf bestehende Sekundarliteratur. Das ist keine Kritik. Man kann ja nicht alles selbst erforschen und schon gar nicht, wenn man ein allgemeineres Handbuch schreibt. Aber was sich aber schon feststellen lässt, ist, dass diese Praxis als das Spiel stille Post funktionieren kann. Wobei eine Aussage nach 3-4 Mal referieren manchmal kaum noch auf die Originalquelle zurückzuführen ist. Zweitens, man kann ja denken, aber ja, was haben wir sonst? Wir können ja nicht jede Behauptung in Sekundarliteratur selbst prüfen, und das stimmt. Aber es wird schon immer einfacher. Dank der fortschreitenden Massendigitalisierung sind sowohl Primarquellen als Sekundarliteratur immer schneller und einfacher zu finden. So wie in diesem Beispiel die Serie Technik in den Niederlanden im 20. Jahrhundert, das technikhistorische Werk, die siebenteilig sind alle frei und offen online zu finden, sowie auch alle niederländischen parlamentarischen Daten seit 1815. Digitalisierung hat Fact-Checking in den Geschichtswissenschaften damit grundlegend vereinfacht. Und das ist, so ist meine Behauptung, wird nur immer stärker so sein. Drittens, Digitalisierung verändert letztlich damit auch die Qualität des Prüfens. Wir können jetzt nicht nur prüfen, ob ein Kollege richtig zitiert oder referiert hat, sondern auch, ob er oder sie gewissenhaft gearbeitet hat, wenn es auf die Repräsentativität ankommt. Hat er oder sie die allgemeine Tendenz des Quellenmaterials wiedergegeben oder sich auf eine einzige Ausnahme berufen? Ich habe das für dieses Beispiel jetzt nicht flächendeckend geprüft, aber ich habe mal in der genannten Datenbank der niederländischen parlamentarischen Dokumenten gestöbert und bin dabei auf einen ministeriellen Bericht aus 1961, also ein Jahr früher als dieser Bericht, gestoßen, das über Atomkraft als Energiequelle handelt. Hier sehen Sie es. Hier wird davon gesprochen, dass es sogar Pessimismus über die Nutzung Atomkraft in dieser Hinsicht gab, sowie zu hoch gespannten Erwartungen. Denen schließt sich der Unterzeichner zwar nicht an, aber er warnt auch für zu viel Optimismus, wenn es um eine baldige und weit verbreitete Nutzung Atomkraft geht. Denn der ist unberechtigt, Blake ungegrund. Unten. Nun, zwei Stimmungsbilder, 1961, 1962, die sich in mancher Hinsicht widersprechen. Und die Frage ist dann natürlich, wer hat nun recht? Ich denke mal, ein Beispiel wie dieses erstaunt Sie nicht. Das ist normale geschichtswissenschaftliche Praxis, nicht wahr? Zumindest erstaunt es mir nicht. In den Niederlanden ist das ja normal. Also was will ich hiermit sagen? Eigentlich genau das gleiche wie im ersten Beispiel. Wie viel das Vertrauen in der Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Arbeit des Historikers eine Rolle dabei spielt, ob man seine Erkenntnisse als solche, also als Fakten, annimmt oder nicht. Meiner Überzeugung nach sollten wir im Hinblick auf Digitalisierung und Datafizierung, womit ich meine, mit Primarquellen als Daten arbeiten, sowie die wachsende Abhängigkeit von digitalen Techniken, um eben das zu machen, meiner Überzeugung nach sollten wir als Fachgebiet überlegen, Vertrauen ein kleines bisschen mehr gegen einen höheren Grad, als wir es vielleicht gewohnt sind, der Transparenz auszutauschen. Womit ich nicht sagen will, dass wir mit der Entdeckung dieser
heutigen Fülle an quantitativen Methoden und Techniken gleich eine quasi naturwissenschaftliche Methode adoptieren sollen, denn es gibt überhaupt keinen zwingenden Grund, warum die Digitalisierung und Datafizierung Wahrheit als Kategorie per se auf das statistisch Signifikante reduzieren sollte, wo Historiker, Historikerinnen über Kontext und Einfühlung doch eine so viel reichere Auffassung von Erklären und Verstehen haben. Es geht daher, meiner Ansicht nach, eher eine digitale Hermeneutik herauszuarbeiten, die die Geschichtswissenschaften und vielleicht insbesondere die digitalen Geschichtswissenschaften für die Zukunft fit macht. Und ich glaube, die Umarmung des Konzepts der Replizierbarkeit kann uns dabei helfen. Ich werde später darauf eingehen, aber zunächst, was verändert sich meiner Ansicht nach denn mit Digitalisierung und Datafizierung? Zwei Faktoren möchte ich nennen, die sich gegenseitig bedingen. Erstens habe ich mit meinem Beispiel schon zeigen wollen, dass Digitalisierung die Qualitätskontrolle in den Geschichtswissenschaften in zweierlei Hinsicht beeinflusst. Zum einen macht sie die Kontrolle der Korrektheit und Gewissenhaftigkeit historischer Forschung um vieles leichter. Replizierbarkeit wird von Historikern oft abgelehnt, weil sie nicht mit den Zielen unserer Wissenschaftsauffassung zu vereinigen sei. Ne, gibt zwei Historiker die gleiche Forschungsfrage und das gleiche Quellenmaterial, man bekommt zwei total unterschiedliche Bücher. Das stimmt. Aber Replizierbarkeit hat nun mal nicht unbedingt zum Zweck, zum gleichen Ergebnis zu kommen, sondern hat auch zum Zweck, die Qualität der Studie zu prüfen. Ich komme hierauf später zurück. Davon abgesehen aber hat diese Ablehnung der Replizierbarkeit historisch gesehen auch sehr praktische Gründe. Es ist doch immer sehr unpraktisch bis unmöglich und dabei sehr teuer gewesen, zu Bibliotheken oder Archiven, zu Dachböden von Privathaushalten oder Firmenkeller zu reisen, nur um vor Ort zu kontrollieren, ob ein Kollege seine Arbeit wohl richtig gemacht hat. Nun, das hat Digitalisierung sehr viel leichter gemacht. Und natürlich, höre ich Sie jetzt denken, sind es nicht an erster Stelle diese Privatarchive oder Archive kommerziellen Firmen, die digitalisiert und offen online zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist schon eine Art Sogwirkung digitalisierter Kollektionen wahrzunehmen. Immer mehr Historiker nutzen genau die Archive, die schon digitalisiert worden sind. Ein gutes Beispiel aus den Niederlanden ist das historische Zeitungsportal Delve der Nationalbibliothek in Den Haag. Ein international unvergleichbar großes Archiv digitalisierter Zeitungen, 1618 bis 1995, glaube ich, und auch Zeitschriften. Das Portal hat die historische Zeitungsforschung in den Niederlanden einen enormen Impuls gegeben. Ich habe mal hier auf Google Scholar nach dem Stichwort Delve gesucht. Die Webseite öffnete 2014 und Sie sehen, wie viel seitdem dieses Portal in wissenschaftliche Publikationen genannt wird. Dieses Argument nach digitalisierter Kollektion lässt sich in prinzipiellem Sinn erweitern. Es gibt heutzutage keinen prinzipiellen Grund mehr, bei Publikationen Quellen nicht zu teilen. Es gibt natürlich praktische Gründe, Datenschutz oder sonstige juristische oder moralische Beschwerden, die dagegen sprechen könnten, aber wie gesagt, keinen prinzipiell. Es gibt mittlerweile eine gut funktionierende Infrastruktur für private und öffentliche Online-Datenspeicherung, also auch die benutzte Privatarchive, die man da auf dem Dachboden erst abfotografiert, um sie dann in Ruhe zu Hause zu entschlüsseln. Die Fotos kann man in abgesicherter Umgebung für interessierten Kollegen und zum Beispiel auch für Replikationszwecken bereitstellen.
Die zweite Art und Weise, in dem Digitalisierung die Qualitätskontrolle in den Geschichtswissenschaften beeinflusst, habe ich schon in meinem zweiten Beispiel angedeutet. Was bei den quantitativen Kollegen Cherrypicking heißt und da nichts Schönes bedeutet, ist unter Historiker gangbare Praxis, nämlich ins Archiv gehen und zurückkommen und Verantwortung ablegen über, was man an Interessantem gefunden hat. Was man gesehen hat, aber nicht benutzen konnte oder was man erst gar nicht studiert hat, wird öfter als nicht überhaupt nicht erwähnt. Wir wissen aber, dass das, was man nicht weiß, um Statistiker David Hand zu paraphrasieren, ebenfalls von Bedeutung sein kann. What you don't know matters. Digitalisierung macht es viel einfacher, Erkenntnisse im Kontext eines größeren Ganzen zu werten. Stichwort Repräsentativität. Zweitens ist die Digitalisierung von historischen Quellen, textuellen, bildlichen, multimedialen Quellen ist dabei zu einer unvorhergesehenen Interdisziplinierung zu führen, in deren Folge eine große Zahl von informationswissenschaftlich geprägten Forschungsarbeiten zu historischen Fragen auf Basis historischer Quellen entstanden sind. Sie kennen die Beispiele. Es gibt Publikationen in hoch angesehenen Journals zu statistischen Analysen von kulturhistorischen Trends in Millionen von Büchern oder zur Evolution von Popmusik mithilfe von Information Retrieval, aber auch beispielsweise zur Entwicklung des Begriffs der Vertrauenswürdigkeit auf Basis von Facial Recognition, um nur einige dieser bekannt-berüchtigte Beispiele zu nennen. Publikationen wie diese stoßen in unseren Kreisen oft auf heftige Kritik auf dieser Informationswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich sozusagen naiv an historischen Fragestellungen wagen und dabei arrogant die gesamte geschichtswissenschaftliche Welt ignorieren. Kritik wie hier. Das geht ja über den Vertrauenswürdigkeit-Artikel. Und ich gebe zu, wenn ich selber lese, wie Studien wie diese manchmal geframed werden, kann ich diese Kritiker kein Unrecht geben. Hier das Beispiel über die Evolution der Popmusik. Ja, so lautet hier das Argument. Über die Geschichte der Popmusik wurde schon geschrieben, aber anekdotisch und romantisch. Wir sind die Sache zum ersten Mal wissenschaftlich angegangen. Wörtlich steht hier mit gründlichen Tests von klaren Hypothesen basierend auf quantitativen Daten und Statistik. What scientists want, was Wissenschaftler wollen, nicht wahr? Naja, dass es mehrere wissenschaftliche Methoden des Erkenntnisgewinns gibt, wäre für diesen Autoren anscheinend neu. Aber, und das ist hier mein Punkt, die Frage ist berechtigt, ob wir dafür vielleicht selbst eine Teilverantwortlichkeit besitzen. Vielleicht sind unsere Methoden einfach weniger verständlich oder sogar weniger als solche erkennbar für Nicht-Fachkollegen. Wenn wir in einer interdisziplinären akademischen Welt meinen, ernster genommen werden zu müssen, als es jetzt der Fall ist, muss uns Historiker, Historikerinnen bewusst werden, dass wir nicht mehr ausschließlich unter uns sind, wo doch unsere Quellen sowie unsere Forschungsfragen schon dankbar von Nicht-Historiker, Historikerinnen angenommen werden. Um einen produktiven Austausch über geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse zu ermöglichen, sollten wir vielleicht einfach klarer als gewohnt in unseren Aufsätzen deutlich machen, wie wir zu unseren Ergebnissen gekommen sind. Gut, die logische Gegenfrage wäre dann natürlich, machen wir das denn nicht schon längst? Und für Eingeweihte mag das sicherlich so sein. Wir haben unseren Regeln, unsere Konventionen und unseren Mores. Aber
Ein ausführlicher und detaillierter Blick auf geschichtswissenschaftliche Narrative und Argumentationen lehrt, wie sehr wir letztlich implizit wieder auf diesem Vertrauen bauen, das ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe. Ob uns Behauptungen überzeugen, hängt in hohem Maße davon ab, Vertrauen darin, dass die Autoren, Autorinnen ihre Quellenforschung gewissenhaft betrieben haben, dass sie alle relevanten Informationen identifiziert, berücksichtigt und abgewogen haben und schließlich, dass sie darauf aufbauend schlüssige Interpretationen ableiten konnten. Genau dies ist mir und zwei meiner Kollegen, Pieter Huistra und Auke Reitmar, ebenfalls aus Utrecht, in einem gemeinsamen Projekt letztes Jahr bewusst geworden, indem wir zusammen mit 6 Studenten versucht haben, die Ergebnisse 3er geschichtswissenschaftlicher Aufsätze zu replizieren. Das war ein sehr interessantes Experiment und das ist genau, was es war. Ne? Ein Experiment und ein offenes Experiment dabei. Das heißt, dass wir nicht beweisen wollten von vornherein, ob Replikation in den Geschichtswissenschaften prinzipiell möglich sei oder eben nicht. Unser Ziel war es, bloß zu gucken, was passiert, wenn wir es einfach versuchen, mit im Hinterkopf genau solche Wissenschaftler aus anderen Fachbereichen, die eine historische Frage nachgehen wollen und dabei geschichtswissenschaftlichen Literatur studieren wollen. Wir haben aber Aufsätze ausgewählt, die uns überzeugt haben, ne, die also interessant und auch gut waren, die auch alle 3 in angesehenen Journals publiziert wurden und also Peer Review durchstanden haben. Vorausgesetzt, dass wir natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Repräsentativität hatten, haben wir einen kulturgeschichtlichen mit einem wirtschaftsgeschichtlichen Aufsatz sowie einen Aufsatz aus der digitalen Geschichte verglichen. Das waren die 3 Studien. Und unsere Hypothese war, dass die Kulturgeschichte, wo ich selber herkomme, dabei wohl am schwierigsten zu durchschauen sei. Die Wirtschaftsgeschichte wahrscheinlich am leichtesten und die digitale Geschichte, die oft ja Kulturgeschichte oder politische Geschichte mit computationellen Methoden ist, auf jeden Fall besser als die Kulturgeschichte abschneidet. Und so war es auch, sei es weniger schwarz-weiß, als wir erwartet hatten. Tatsächlich beschränkte der kulturhistorische Aufsatz sich, wenn es um die Methode ging, auf der Aussage einer Close Discursive Analysis anzuwenden. Und dabei blieb es. Der Aufsatz in der digitalen Geschichte, der auf Topic Modeling basierte, war auf dem ersten Blick sehr transparent und lieferte sowohl den benutzten Code mit, als auch zumindest einen Teil der unterliegenden Daten, sowie die Ergebnisse des Topic Modeling als Excel-Datei. Und trotzdem war es unmöglich, um die Behauptung, auf denen der Aufsatz hinaus wollte, eindeutig nachzuvollziehen. Es war zum Beispiel nicht völlig klar, wie die Daten genau für Topic Modeling geschickt gemacht wurden. Es war nicht eindeutig, wie der Code funktionierte. Aber problematischer noch war, dass es ein Rätsel blieb, wie die Topic Modeling-Ergebnisse interpretiert wurden. Auch mit der Excel-Datei. Es war einfach ein Rätsel. So machte also dieser Beitrag, der auf den ersten Blick, wie gesagt, überzeugend und transparent erschien, auf den zweiten Blick solche argumentativen und gedanklichen Sprünge, dass es letztendlich wieder eine Frage des Vertrauens in der Sorgfalt des Autors blieb, ob man den zentralen Claim folgte oder nicht. So hat uns unser Experiment, unser Replikationsprojekt 2 Sachen gelehrt. Erstens, dass Replikationen in den Geschichtswissenschaften möglich sind, obwohl nicht in herkömmlichen Sinn. Ich glaube nicht, dass es einen Zweck hat, Replikationen durchzuführen, um zu versuchen, zum gleichen Ergebnis zu kommen. So funktioniert unsere Wissenschaft nun mal nicht. Wir können aber schon eine bestehende Studie so genau wie möglich nachmachen, um
im Hinblick auf Transparenz und Überzeugungskraft nachzugehen, wie sie gemacht wurde. Hier mal bildlich dargestellt, von Forschungsfrage bis zum Schlussfolgerung und eine Studie mit genau der gleichen Frage, genau den gleichen Quellen und Methoden nochmal nachmachen, wird normalerweise Reproduktion genannt. Ich werde da weiter auf diese Nomenklatur nicht weiter drauf eingehen, Replikation oder Reproduktion. Aber normalerweise fängt man bei der Frage an, ne, und guckt man, ob man zum gleichen Ergebnis kommt. In den Geschichtswissenschaften glauben wir zumindest, macht es mehr Sinn, rückwärts zu gehen, was wir hier eine minimale Reproduktion nennen. Und zu gucken, inwieweit eine Studie nachvollziehbar ist. Also mit den Schlussfolgerungen anfangen und gucken, wie der Autor, die Autorin da hingekommen ist. So aufgefasst braucht man Replikation unserer Auffassung nach, meiner Auffassung nach, daher nicht zu lassen, lauter aus Angst oder Skepsis, dass sie nicht mit den Zielen und Zwecken der Geschichtswissenschaften vereinbar sind. Sie sind also möglich. Ne? Und wer hieran interessiert ist, verweise ich gerne auf unserem White Paper zur Replikation in den Geschichtswissenschaften, den Sie hier auf Zenodo finden können. Zweitens, ich habe gesagt, ne, das Projekt hat uns zwei Sachen gelehrt. Erstens, Replikationen sind unserer Meinung nach möglich. Zweitens, und damit komme ich dann auch schon langsam zum Schluss dieses Vortrags. Zweitens hat das Projekt uns davon überzeugt, dass Replikation in den Geschichtswissenschaften eine gute Sache sein. Wenn wir Replikation anerkennen würden, indem wir sie publizieren könnten oder indem wir dafür Forschungsgelder beantragen könnten, könnten wir damit unser Forschungsgebiet in methodischer Hinsicht stärken. Und davon könnte, wie gesagt, nicht zuletzt die digitale Geschichte meiner Meinung nach profitieren. Es könnte nämlich zu einer Disziplinierung führen, anderen noch deutlicher als es jetzt der Fall ist, zu zeigen, wie wir eigentlich argumentativ vorgehen. Das könnte unseren Forschungsergebnissen für Nicht-Historiker überzeugender machen. Und vielleicht lernen wir auch selber was dabei. Der amerikanische Geschichtstheoretiker Mark Bevere hat 1999 in seinem Werk The Logic of the History of Ideas eine Reihe von Kriterien vorgeschlagen, die Historiker benutzen, um, wenn nicht die Wahrheit, so doch die relative Plausibilität geschichtswissenschaftlichen Aussagen zu prüfen. Wenn wir etwas annehmen, so Bevere, ist das nicht wegen der richtigen Methode oder wegen einer eindeutigen Korrespondenz zwischen Aussage und Wirklichkeit, sondern weil es uns nicht nur korrekt vorkommt, sondern auch, nennt er, umfassend, konsistent, fortschreitend, fruchtbar und offen. Historians can justify their theories by relating them in a comparison with their rivals to criteria of accuracy, comprehensiveness, consistency, progressiveness, fruitfulness and openness. Ich mag an diesem Ansatz, dass er wissenschaftlichen Mut als Tugend hervorhebt. Fortschreitend und fruchtbar als Kriterien. Aber auch, und vielleicht noch mehr, dass er Plausibilität als Konzept Händen und Füßen gibt. Ein Konzept, womit wir meiner Meinung nach gewohnt sind zu arbeiten, der in einer statistischen Welt aber viel weniger zu suchen hat.
Wir wollen gewöhnlich nicht argumentieren, dass eine bestimmte Interpretation eine eindeutige oder gar gesetzmäßige Wahrheit wiedergibt. Wir wollen zeigen, dass sie plausibel ist. Normalerweise bleiben die Kriterien dafür aber implizit, sowohl in der Argumentation wie in der Evaluation. Und vielleicht sollten wir zum Beispiel mit, was Beffier hier vorgibt, uns angewöhnen, diese Kriterien zu explizieren. Das könnte unter anderem bedeuten, dass wir offener sind über, was wir untersucht haben, ohne dass es sofort zu Ergebnissen geführt hat. Also diese Comprehensiveness, umfassend sein. Das bedeutet speziell für die digitalen Geschichte auch, dass wir die benutzten Methoden und Techniken nicht als eine Art Techno-Zauber für sich selbst sprechen lassen, sondern dass wir in Alltagssprache zu erklären versuchen, wie sie funktionieren und wie wir sie benutzt haben. Openness, offen sein. Dass wir versuchen, unseren Lesern mit jedem Denkschritt, den wir machen, mitzunehmen. Praktische Vorschriften wie diese wären meiner Ansicht nach eine gute Herangehensweise, um an unserer eigenen hermeneutischen Methode in einer digitalisierenden und datafizierenden Welt festzuhalten. Damit können wir deutlich machen, dass Plausibilität beweisen kein Vorstadium für einen notwendigen statistischen Test ist, sondern zu Erkenntnisgewinn in sich selbst führt, eben als eine Art digitaler Hermeneutik. Und ich denke, dass das genau eine solche Herangehensweise in Zeiten von Fake News und Alternative Facts auch über die Wissenschaft hinaus durchaus Relevanz besitzt. Und mit diesem impliziten Verweis wieder auf Donald Trump, wie Sie verstehen haben, habe ich die Sache schön rund gemacht und schließe ich meinen Vortrag gerne ab.